So, wir öffnen jetzt zwei Super-Magietruhen und hier die 12 Siege in der klassischen. Einfach mal ein Rammok-Deck ausprobiert mit den Tipp, mit den Tipps vom Experten, mit dem Honsa. Okay, Alter, das ist ja krass, wie wir einfach beide Türme kriegen. Ja. Oh mein Gott, ich hatte echt Was das waren die Gefühl, dass zwei wir gegen diesen Punkte? Schweinereiter-Spieler irgendwie wieder verlieren oder so, aber nichts Jetzt da. kannst du wieder Musketier an die Ecke. Alles klar? Ja, auch bei dir. Ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt bis 8:45 Zeit, ja? Ja, habe ich. Okay, dann hauen wir gleich schon mal rein. Warte mal so ein bisschen. Der Honza hat sein Spezialgebiet und ist absoluter Experte mit diesem Deck, was ich jetzt hier gerade ausgewählt habe. Das Drei-Musketier-Rambok-Deck. Absolut krank. Was hattest du gemacht? 15 Challenges gespielt und 12 mal die 12 Siege oder so, ne? Ja, war ich. Wie viel, wie Weiß ich viel. nicht ganz. Ja? Ja, circa 20.000 Karten. 20.000 Karten mit dem Deck innerhalb kürzester Zeit. Ja, kannst du Wir auch machen machen. erstmal. Zum Einspielen, zum Lernen von dem Deck ist so eine klassische ganz nice. Ja. Okay, ich bin im Game. Du guckst mir zu, ich stelle dir Fragen, du gibst ein paar Tipps. Sobald ich irgendwas auch nur falsch Ja. mache, direkt anmerken. Da musst du kein Blatt vor den Mund nehmen, okay? Geht klar. Okay, ich fange mit der Elixierpumpe an. Packen wir wie bei jedem anderen Deck auch in die Mitte, ne? Ja. Okay. Drei Musketiere oder Ritter? Ritter, hin. Okay. Da hätte ich jetzt zum Beispiel die drei Musketiere gesetzt, weil. Hast du Skelette und Nee, Holz? ich habe ein Holz. Hätte ich noch Skelette dazu packen sollen? Ja, auf den Schweinereiter. Oh, das war viel Damage. Was mache ich jetzt? Was mache ich? Drei Musketiere? Nein, Rambock oder so. Rambok, ja. Minions auch noch? Ja, nein, warte mal. Oh, ein Inferno-Turm, okay. Alter, da hat mein Turm schon ganz schön was abbekommen. Skelettarmee hat er auch dabei. Ja. Minions setze ich ein. Nächste Elixierpumpe packe ich jetzt auf die linke Seite, ne? Ja. Was macht man denn gegen den Schweinereiter immer? Ich meine, der Ritter macht ja nicht so viel Damage. Warten auf die doppelte Elixierphase und dann Okay. immer mit drei Musketieren. Oh, okay. Und vorher die drei Musketiere gar nicht einsetzen? Jetzt zum Beispiel kannst du sie dann splitten. Zwei nach links, Ja. Jetzt habe ich schon den dann Ritter eins hinter eingesetzt. den Ritter. Trotzdem noch? Immer noch? Ja, jetzt kannst du sie machen. Zwei nach links. Rambok auf die linke oder rechte Seite? Abwarten, wo es an Inferno setzt. Ich habe jetzt links Jetzt würde reingehauen. ich links, ja. Der hat noch eine Skelettarmee, die versuche ich zu predikten. Mit dem Holz. Scheiße, da kam nichts. Na, oh, wie knapp. Hättest du es auch so gemacht mit dem Holz? Ja, hätte ich auch gemacht. Okay. Vielleicht hat er auch nicht genug Elixier. Okay. Er wird jetzt wahrscheinlich gleich mit dem Schweinereiter kommen, ne? Ja, du hast aber noch Elixier vorsprungen. Er läuft. Drei Okay. Musketiere splitten? Ja, zwar wieder nach links. Ja. Ich laufe immer mit Elixier voll. Das muss man erst ein bisschen üben. Ist jetzt das erste Spiel. Ich schau mal Rambok Okay, davor jetzt jetzt. Rambock rechts. Ah, rechts. Oh, jetzt habe ich schon links gepackt. Oh, das ist aber nicht so gut von ihm, ne? Nee. Jetzt mal ein Holz. Jetzt treffen wir sie. Sehr Aber da, schön. das. Ja, das, so ein Predict rettet einen auf das Game, aber. Erst wieder drei Musketiere. Haben wir noch nicht. Erstmal ein Ritter. Ja. Skelette, Ich habe kein Holz. Holz, ich muss jetzt hier in Pfeile werfen. Oh, oh. Kriegen wir Damage rein. Was machen wir? Rambok oder Minions? Hamburg links. Ah, ich habe schon Minions eingesetzt, sorry. Ich bin ja immer so mit Elixier volllaufen, voll am Panic. Aber das Ja. war gar nicht so schlecht, oder? Okay, jetzt Hamburg rechts. Ja. Jetzt ein Predict. Holz. Ah, okay. Ein Minion ist da noch Pfeile, am Pfeile. Pfeile. Sehr Was? Wir schön. haben gewonnen? Ja. What the fuck? Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Okay. War schon mal sehr. Es Ja, ist sehr, es ist sehr Anfang. ungewohnt, weil das Deck kostet ja auch sehr viel. Elixierpumpe ist da, Mann. Ich bin jetzt, glaube ich, weiß nicht, sechsmal, siebenmal mit Elixier vollgelaufen. Ja, es braucht noch ein bisschen Routine, aber gegen Ende hin wäre es stark.
Okay. Ja, da muss man genau wissen, wann man die drei Musketiere einsetzt, wann man den Ritter einsetzt, die Minions. Wie machst du das abhängig? Wo setzt du deinen Rambock hin? Von Gebäude. Also So. da wo das Gebäude ist, kommt der Rambock hin. Nein, auf die andere Seite. Auf die andere Seite, dass er das umläuft. Ja. Und was ist, wenn er kein Gebäude hat? Wie macht man das dann aus? Dann Wann, ist es wann? besser, wenn du Ja. es vor das eine Musketier setzt. Rambock vor ein Musketier und Ritter vor zwei Ja. Musketiere. Da die Gegner meistens den Feuerball auf die zwei Musketiere schmeißen. Ah, okay. So. Was haben wir noch? Achso, die Leute sind hier mit deinem Akzent oder Dialekt Ja. beschäftigt. Das ist total witzig. Ja, lasst euch dadurch nicht irritieren. Trotzdem ein unglaublich guter Spieler. Okay, sehr gut. Machen wir weit. Also, wie machst du das manchmal? Ich habe auch manchmal deine Replays gesehen. Du setzt manchmal Ritter und Rambock ein, oh, hinter ein oder zwei Musketiere. Wann ist dieses Szenario? Wann machst du das fest? Wie nochmal? Bitte Manchmal hinter. setzt du ja. Also, eben hast du gesagt, setzt du zum Beispiel mal einen Ritter für die Musketiere zum Tanken oder einen Rambock. Und manchmal setzt du aber, das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, setzt du Ritter und Rambock vor die Musketiere auf eine Seite. Ja, das mache ich nur, wenn ich genug Elixier habe, Ja? Gegner dann beiden Seiten zu überrennen. Okay. Und was ist die Aufgabe der Minions genau? Die haben wir jetzt relativ selten eingesetzt. Entweder in der Verteidigung oder auch manchmal in der Offensive. Okay. Wir hauen einfach mal das nächste Game rein. Da lernt man eh am schnellsten dazu. Das Game haben wir eben unerwarteterweise irgendwie noch gewonnen. Ja, nächstes Game. Ich habe einen Gegner gefunden. Ritter oder Hast Skelette du splitten? Palette? Musketiere niemals starten, ne? Nein. Okay, jetzt packe ich nochmal einen Ritter rein gegen Eisgolem nach ganz hinten, ne? Ja. So, jetzt habe ich Rambok, drei Musketiere oder Minions. Minions, ne? Indiens hinten rechts. Yep, habe ich auch schon am Start. Jetzt habe ich eine Elixierpumpe in die Mitte, ja? Oh, jetzt habe ich aber keinen Elixier mehr. Pfeile. Pfeile und dann die Skelette drauf. Die Ja. macht Damage. Das geht in Ordnung. Ja, das ist auf jeden Fall voll in Ordnung, gegen Schweinereiter im Early Game Schaden zu kassieren und dann im Late Game mit den drei Musketieren zu überrennen, ne? Ja. Spammt er mich hier mit seinen Prinzessinnen zu? Das wollen wir natürlich nicht. So, wieder erstmal Hast klar. du Rambock hinter den Ritter? Okay. Muss den Rambock immer nach rechts außen Ach setzen. so, ja, stimmt. Weiß ich eigentlich auch. Und Rambo kommt durch, obwohl die Minions am Start waren. Sehr schön. Pfeile setze ich mal lieber ein. Da will ich nicht Ja. unnötiges Risiko Ritter, eingehen. Skelette. Ritter und Skelette. Hast du Rambock wieder? Nee, aber Elixierpumpe. Wieder eine Elixierpumpe. Setzen wir die mal nach rechts. Sehr gut. Okay, und jetzt dann könnte man langsam mit den drei Musketieren anfangen. Links oder rechts 2? Bei links. Links 2, okay. Aber könnte sie auch in diesem Fall offensiv ersetzen, also vor dem Nach King vorne, ja, Tower? ich hab auch schon überlegt. Rambock links oder rechts? Rambock rechts. Dann Okay. die Ding predikten. Die Goblin Gang, ne? Ja. Oh, schön. Oh, das ist gut. Ja. Also ein Rambock haut gut rein, ne? Ja. Nochmal Macht wieder ein auch Bock Ritter. zum Spiel, finde ich. Jetzt kannst du Shit. drei Musketiere an die Ecke. Ah, genau, da können wir da einfach uns durchsneaken. Predict Holz. Ja. Machen wir mal. Ah, Kommt nichts. schade. Feuerball ist okay. Wir machen Damage. Minions sind auch nochmal dran. Oh, die Prinzessin war schlecht. Jetzt dann wieder Rambock und Oh, die will ich erst abwehren. Die will ich abwehren. Stirb! Alter, was? Der Sneak. Oh. drei Musketiere. Drei Musketiere in die Ecke? Ah, und jetzt Rambock links. Achso, jetzt habe ich wieder ein Holz geworfen. Ich habe immer Schiss, seine Goblin. Aber den Turm kriegen wir auch so. Den Turm kriegen wir auch so. War jetzt nicht Ja. optimal, Musketier. Oh, das tut weh. Ja, sehr War schön. jetzt mehr Glück in der Situation, dass wir da durchgekommen sind. Okay. Wieder gegen den Schweinereiter. Findest du Schweinereiter-Deck stark gegen uns oder eher schwach?
gegen das Deck. Meine Reiter ist eigentlich 50-50. Ist 50-50, okay. Aber man könnte Goblin Gang durch Minions tauschen. Wäre es definitiv stärker gegen Schwarz. Ah, okay, stimmt, das sieht man Das auch ab würde und ich zu. für Public empfehlen. Ja. Okay. Gut, wir gucken mal, was wir noch so für Gegner bekommen. Bisher waren es zwei Schweinereiter, das hat ja recht gut funktioniert. Da kann man auf jeden Fall noch viel, viel, viel stärker werden, viel besser werden. Leute, wir spielen gegen jemanden aus der Tri-Unity. Good luck, thumbs up. Hast du Pumpe? Nee, ich habe Skelette splitten. Ja. Jetzt habe ich einen Ritter. Machen wir mal rechts. Jetzt habe ich Minions, drei Musketiere, Rambock, Pfeile. Pfeile auf die Prinzessin. Pfeile, okay. Easy. Stimmt, wir haben ja Pfeile und ein Holz dabei, ganz entspannt, ne? Ja. Rambock oder Minions? Minions, ne? Rambock links. Minions Support? Nein. Nein, okay. Oh. Ja, Elektromagier ist immer schwer, aber Ja. muss ihn dann in der doppelten Elixier fassen mit Mit dem? den Musketieren. Den Rambok. Er ist geraged. Oh, der tut ja richtig weh, so ein geragter Schweinereiter. Alter, das ist genau dieses Deck, was Pong immer spielt. Sehr, sehr, sehr Ja. krank. Ich will jetzt nur Minions dazu Elixierpumpe. packen und damit ich eine Elixierpumpe habe. Ja. Ja, lohnt sich. Dann ist auch der Holzfäller wieder down. Aber jetzt wird's hässlich. Jetzt ist. Ja? Nichts, nichts. Okay. Er wird jetzt gleich mit den Schweinereiter kommen. Was haben wir da? Nur Skelette und. Musketiere. Drei Musketiere. Links oder rechts zwei? Egal. Okay. Eingesetzt. Hättest sie wieder offensiv setzen Ah, sollen. okay. Oh, der Lightning tut weh. So, links. Ritter oder Rambok? Rambok. Rambok auf die Rechts Seite. jetzt Ritter. Oh, krieg ich den noch davor? Oh, wie knapp. Ja, sehr schön, ist Ja, noch vor. genau so. Holz auf links. Okay, Alter, das ist ja krass, wie die einfach beide Türme kriegen. Ja. Oh mein Was war Gott, das? ich dachte, ich hatte Was echt das waren die Gefühl, dass zwei wir gegen diesen Pumpen? Schweinereiter-Spieler irgendwie wieder verlieren oder so, aber nichts Jetzt da. kannst du wieder Musketier an die Ecke. Achso, jetzt habe ich hier erstmal Defense. Ja, passt Aber er hat auf. kein Elixier, er wird's, er so schnell kriegt er sein Lightning nicht ready. Jetzt wieder Rambok rechts. Ja, gut, da kommen wir auf jeden Fall durch. Na gut, hat er noch einen Elektromagier ins Spiel gebracht. Hier haben wir noch ein Holz durch. Oh, sehr schön, da treffen wir den Holzfäller. Nächsten Rambok. Das ist ja krass. Also, ich weiß, wie stark das Deck ist und der Gegner hat jetzt auch nicht schlecht gespielt, aber der wurde jetzt komplett. Ja, das waren die da definitiv die zwei Pumpen. Ja, das merkt man. Also, im Golem-Deck merkt man das ja schon, aber das fand ich jetzt hier teilweise noch krasser. Ja, ich würde jetzt gerne mal gegen ein Golem-Deck spielen. Ist das Deck da gut gegen oder schwach? Ja, hängt ab, wie man es spielt. Ah, okay. Okay, Da auch okay. vom Gegner. Warum glaubst du, wird das Deck nicht so oft in der Challenge gespielt? Ich meine, du bist damit super erfolgreich. Ich spiele fast nie gegen dieses Deck. Siehst du manchmal Gegner mit dem Deck? Ja, ich treffe schon manchmal auf. Aber doch relativ selten, oder? Ja, nicht so oft. Also dafür, dass das Deck so krass ist, womit begründest du das? Warum glaubst du, ist das so? Warum wird das nicht gespielt? Ist das zu schwer? Ist das zu anders? Haben die Leute keinen Bock auf Ja, den ich Rambock? denke, die Leute kennen das noch nicht wirklich. Wo ist denn das Deck her überhaupt? Ich habe das mal in den Top 200 irgendwo gesehen und ein Ja. bisschen Karten ausgetauscht. Okay. Hast du ein paar Sachen ausgetauscht? Also hast du sozusagen selber gebastelt? Ja, zum Beispiel Beile durch Sepp. Ja. Palette durch Eisgeist. Okay. Sind jetzt nicht die größten Veränderungen, aber sind auf jeden Fall Anpassungen. So oft sieht man das dann nicht. Ich hatte es auch schon mal gezockt, aber ich habe da super viel falsch gemacht. Deswegen habe ich jetzt hier auch als Experten dabei. Public mal gespielt, da lief es ganz gut am Anfang der Season. Aber oftmals habe ich mich gefragt, was wäre da besser gewesen? Hat das Deck mich gekontert? Was hätte man machen müssen? Was mir als erstes jetzt auffällt, ist, dass wir viel, 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 viel weniger die drei Musketiere setzen, als ich das mache. Ich setze gefühlt immer schon nach 30 Sekunden die Musketiere ein. Ja, das lohnt sich oft nicht wirklich. Ja, das stimmt. Hier fragt jetzt Man jemand, ist das Deck auch in Ladder gut?
Ja, wie gesagt, ich würde dort in die Goblin Gang reinmachen. Anstatt für die Minions, ja. Ja. Ein leider mehr Schweinereiter gespielt. Okay. Ah, okay, ja. Das ist ja mal so eine Sache, ob man die Karten auf dem richtigen Level hat. Ramburg ist jetzt ja relativ neu. Und ich habe auch mal eine Umfrage gemacht. Bei vielen Free-to-Play-Spielern ist Ramburg absolut unterlevelt, gerade weil die Karte neu ist. Da kann man das aber nicht so spielen. Gibt es dafür einen Ersatz? Schweinereiter vielleicht? Hast du gerade gesagt, oder? Ja, Schweinereiter kann auch ein Ersatz sein. Ah, Aber okay. da ist dann der Nachteil, Ja. dass man gegen Lightning schwächer ist. Ja, okay. Stimmt, ja. So ein Ramburg kann auch richtig guten Lightning kontern. Ist das richtig, dass ein Lightning, wenn man einen Ramburg in den drei Musketieren hat, zuerst der Lightning das Ramburg trifft und dann beide Barbaren? Ja, stimmt. Krank. Das Absolut ist krank. eben das Gute gegen die Golem-Spieler. Aber wie kriegt man das hin? Also ich sag mal, ich setze die drei Musketiere ein, dann habe ich ja nicht noch vier Elixier übrig für den Ramburg und dann hat er schon Lightning drüber. Das kriegt man in der doppelten Elixierphase mit ein, zwei Pumpen schon hin. Ah, okay. Ja, dann zerpflückt man ihn ja Es komplett. ist halt wichtig, dass man da die drei Musketiere nicht splittet. Ja. Jan Le Morte spielt das Deck. Auch gerade Ladder. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Okay, Platz 481. Läuft. Ja, okay, wir machen das nächste Game, ja? Ja. Was hast du auf der Starthand? Skelette wieder splitten, dann der Ritter. Sonst Ja. Ramburg, drei Musketiere, Minions. Der Rambo links. So ganz nach links ist es so richtig? Ja. Hexe hat er, lol. Okay, kommen wir auf jeden Fall durch. Das ist Damage. Lol, er hat den Sepp nicht getroffen. Den Sepp hat er Wer jetzt vergeigt. den Riesen Minions? Was? Ich habe jetzt die drei Riesen Musketiere verteidigen. eingesetzt. Ich war mir zu unsicher. Okay. Ja, kann man machen. Ja, Ne, die gut. waren eigentlich stark, ja. Ja, wer hätte, ja gut, hätte jetzt einen Feuerball gehabt, dann nicht, aber so läuft es auf jeden Fall. Ich hau hier mal ein Holz drüber auf links, vielleicht hat er da eine Kleinigkeit. Oh nee. Er lässt das Musketier durchlaufen und der Riese kassiert da auch ganz schön. Ja. Okay. Palette noch auf den Riesen, dann Dann reicht das, ne? passen, ja. Okay, der linke Turm hat da schon gut was Jetzt da eine abbekommen. Pumpe nach rechts hinten. Okay. Was hat er für einen Zauber? Wissen wir noch gar nicht, ne? Jetzt nur Sepp. Oh, Feuerball noch. Okay. Ja, war riskant, die drei Musketiere einzusetzen, hat aber auf jeden Fall Ja, geklappt das gerade, war ne? auf jeden Fall riskant. So, Ritter nach Ritter ganz hinten. Ja. hinten. Jetzt Musketiere splitten. Ein Abwarten, Rambock oder so mit. Und jetzt? Jens. Musketiere. Er hat ja noch keinen Feuerball wieder ready. Oh lol, Ramburg sneakt sich einfach durch. Ramburg am Turm. Sauber, okay. Das hat funktioniert. Ritter auf die Hexe oder so. Haben wir leider noch gar nicht. Oh, ich dachte, der kommt hier nach hinten an. Den Turm kriegen wir auf jeden Fall. Nächste Elixierpumpe. Ja. Auch wenn wir schon in der Doppelten sind. Den linken Turm kriegen wir auf jeden Fall mit Pfeil und Holz. Jetzt ist halt wichtig, dass man jetzt den Gegner kommen lässt. Ja. Jetzt noch offensiv geht, dann kann es sein, dass man noch einen Fehler macht und den Turm verliert. Drei Musketiere? Ja, kannst du machen. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ja, gut, da kommt ein Feuerball. Das ist zwar alles weg, aber das geht noch klar. Ramburg? Ja. Zu rechts Druck machen. Da hätte ich letztlich. Ja, okay, die Hexe geht dann da down. Ein HP, sauber. Ja, jetzt wieder drei Musketiere. Okay, das ist durch. War jetzt die Rotation am Anfang hat mir nicht so gefallen. Da habe ich jetzt die drei Musketiere zweimal einfach in die Mitte gepackt. Das ist schon riskant. Wenn da Instant Feuerball Ja. Sepp kommt, dann war's das, ne? Ja, dann hat man schon verloren. Ah, hier sehen wir gerade noch im Clan Chest ein paar Tipps. Jan Le Morte spielt auch das Deck, so ähnlich, ne? Die können wir auf Ja. jeden Fall auch mal im Stream mal irgendwann einladen. Mit Miner, okay, Rambock auch dabei. Nächstes Game direkt, ja? 15 Minuten hast du noch? Ja. Okay.
Hier fragt jemand, ist Honza bei der Meisterschaft von dir dabei? Ich denke ja. Ich denke, also eigentlich ist ja nur Deutschland, Österreich, Schweiz, aber das zählt. Also da werden wir, glaube ich, keine Probleme bekommen, den da Hätte da dabei auch zu haben. wirklich Bock mitzumachen. Ja, auf jeden Fall, da brauchen wir dich dabei. So, jetzt habe ich die Skelette zum Splitten. Ja, können wir machen. Dann Ritter nach ganz hinten. Ja. Schon wieder eine Hexe dabei. Warum sind so viele Hexen am Start? Holz auf Hexe und Skelette und Pumpe? Ja, können wir machen. Oh, ich habe die Pumpe nicht getroffen. Verklickt, abgerutscht in letzter Sekunde. Fail. Was jetzt? Drei Musketiere nach hinten? Nee. Nein. Minions. Das Scheiße, das waren die Jetzt Minions. kannst du drei Musketiere hinter deinen Turm. Oh, ich habe es jetzt schon wieder hier rechts eingesetzt. Hoffentlich hat er nichts. Oh mein Gott, das war richtig schlecht. Alter, der Holzfäller, der zerhackt da alles. Nein. Okay, fail. Aber jetzt versuch noch eine Pumpe zu setzen. Oh, jetzt habe ich schon den Rambock gebracht. Oh mein Gott, das war richtig schlecht. Nein, was mache ich hier? Ein Sepp hat er dabei. Pumpe als nächstes. Ja. Dann können wir es vielleicht schaffen, noch Er hat zurück. aber keine Fireball oder so. Er hat nur Sepp. Er hat nur Sepp? Ja. Okay, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Da können wir auf jeden Fall zu. Deshalb jetzt die drei Musketiere nicht mehr splitten. Ja, auf jeden Fall. Alle immer nach auf eine Seite, nach links am besten, ne? Links, ja. Ich bin mal gespannt, ey. Das kann krank werden. Drei Musketiere, wenn er nichts hat. Ja. Oh, jetzt. Besser eine Pumpe. Jetzt noch Rambock. Habe ich noch nicht. Erstmal wieder Minions, dann noch. Ja, da kommt nichts. Kannst ihn zuspammen. Ja, jetzt, Alter, der fällt ja richtig um. Oh mein Gott, er setzt einfach einen Riesen rein. Den Turm haben wir komplett. Ja, er hat nur einen Sepp. Das ist ja ein Ja, Free da kann Win. er nichts machen. Das ist ja. Ich fasse es gerade nicht. Wenn der Gegner kein Lightning, kein Feuerball, keine Rakete hat, dann kann der gar nicht gewinnen. Nein, eigentlich nicht. Der Mini-Packer wurde komplett zerkloppt. Alter, okay, ich dachte schon echt, das war's. Ich habe echt gefailt. Aber stimmt. Aber war auch gut von dir gemerkt. Ich hätte es jetzt, klar, wenn man sich das im Nachhinein reinzieht, das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, aber ich hätte es jetzt in-game nicht gemerkt, wo ich mir dann denke, oh, der hat gar keinen Zauber dabei. Außer ein Sepp. Ja, aber ich sehe die Karten Gegner. Ja, aber du bemerkst das ja auch in-game dann, ne? Ja, jetzt an der Stelle hätte ich es auch noch nicht gemerkt. Ja. Spätestens beim nächsten. Ja. Sehr krass. Okay, nächstes Game. Es ist ja auch so, dass nicht so die Karten in der Meta sind, die da stark gegen wären, wie zum Beispiel die Barbaren oder die Walküre und so. Das gibt's ja alles gar nicht, ne? Die wird ja Ja, gerade nicht genau. gezockt. Da ist immer der gleiche Start. Erstmal das Skelett splitten, dann den Ritter. Ja, du bekommst die Pumpe nie. Ja, Minions mal nach hinten. Jetzt hätte ich die Pumpe push abbrechen oder noch drei Musketiere? Pumpe. Pumpe. Nach. Also setzen wir es mal hier hin. Brauchen wir die Pfeile? Ja, okay, haben wir gerade von den Barbaren gesprochen. Da sind sie. Machen wir ein Holz durch. Das Ganze zu distracten. Dass das irgendwie down geht. Ritter dazu. Jetzt sind wir schon wieder an der nächsten Pumpe. Das ist dann wieder optimal. Und so viel Schaden hat er jetzt nicht gemacht. Nächste Elixierpumpe nach links, ne? Ja. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt habe Aber ich jetzt hier kannst du den Musket. Minions. Habe ich erstmal nur. Hoffentlich kriegen die das Musketier down. Nein, die greifen teilweise. Shit, Drei okay. Musketiere. Ja, drei Musketiere. Oh, Giant Balloon haut rein. 3-1-0. Aber jetzt hast du einen sehr großen Elixier von. Auch nochmal ein Holz durch. Kommt nichts. Ja, Oh, doch, die eins Barbaren, ab. sehr schön. Ja. Das sieht vernünftig aus. Jetzt keine Elixierpumpe mehr, sondern drei Musketiere an die Ecke. Immer aggressiv gehen dann direkt. Ja. Okay. Aber jetzt nicht mehr. Okay. Jetzt splitten. Ah, jetzt habe ich schon wieder Minions eingesetzt, weil ich da Schiss hatte. Zwei nach links. Was nach links?
Nochmal einen Rambock und dann drei Musketiere vielleicht in die Ecke. Was hat er denn für einen Zauber dabei? Ich bin voll überfordert, Hilfe! Ich splitte sie mal hier. Ich splitte sie mal hinten so. Erste. Was wäre da besser gewesen? Ja, passt eigentlich schon. In Hamburg hätte ich gesetzt, aber. Das sieht gut aus auf der rechten Seite. Den Turm kriegen wir auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur noch verteidigen. Auch das ist easy. LOL, da überlebt ja alles. Nur noch die drei Aber Musketiere. die Gegner sind jetzt auch nicht so. Ja, stimmt. Das war nicht so überragend vom Gegner. Das stimmt. Er hat auch die Barbaren nicht in die Musketiere gesetzt, sondern total weit Ja. nach hinten. Ja, okay. Wann machst du es davon abhängig? Wann setzt du die drei Musketiere beim 1 zu 0 an die Ecke und wann nicht? Kannst du das vielleicht noch mal ein, zwei Sätzen zusammenfassen? Wenn ich den Zielvorteil habe, Ja. Also du bist dann auch jemand, kommt immer ein bisschen. der durchgeht, das Elixier mitzählt und weiß, wie viel Elixier der Gegner hat. Ja. Okay, das ist halt, das kam mir jetzt schon wirklich bei jedem Experten raus, sei es Big Spin, Flobby oder du. Ihr habt da ein unglaublich krasses Gefühl, was der Gegner, wie viel Elixier er hat und welche Karten er auf der Hand hat. Also das muss ich jetzt mal insgesamt, das macht ungefähr jeden Pro aus, jeden Experten. Das ist nicht schlecht. Erst dann kann man da Strategien und Taktiken drauf aufbauen, ne? Ja. Ah, okay. Nächstes Game. Okay, wir sind im Game. Jetzt haben wir die Elixierpumpe gefühlt zum ersten Mal. Ritter, Minions, Rambok, was machen wir? Rambok links. User in your channel timed out. Lol, hat ein Disconnect. Hilfe! Was mache ich ohne Honza? Oh, Scheiße. Jetzt werde ich auf die Probe gestellt. Okay, da haut ein Lightning raus. Da wissen wir, was wir machen. Eieiei, macht doch gut Schaden, das Ganze. Machen wir es mal so und so. Man holzt durch. Kommt nichts, aber sein rechter Turm fällt. Ja, der fällt ganz doll. Und auch der linke Turm hat schon kassiert. Wie kriegen wir den Honza wieder? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Konzentrieren. Oh, ist das schwierig. Okay, wir konzentrieren uns erstmal aufs Game. So, Elixierpumpe setzen wir ein nach hinten. Nee, der hat einen Disconnect. Jetzt fragt sich jemand, wo ist Honza? Der hat nicht mal Tschüss gesagt. Der hat einen Disconnect. Jetzt versuche ich, die drei Musketiere durchzusneaken. Oh mein Gott, das Timing. Das Timing. Er hat nur einen Golem. Er hat einen Golem am Start und sein Turm kriegt da richtig was ab. So, jetzt liegen wir 2 zu 0 vorn. Den linken Turm kriegen wir auf jeden Fall gleich safe und sicher. Aber er wird auch unseren Turm User was kriegen. moved to your channel. Honza wieder am Start? Was war da jetzt los? Weiß ich nicht, du hast auf einmal Disconnect gehabt. Jetzt, wie bist du wiedergekommen? Keine Ahnung. Sehr gut. So, bei mir hat eigentlich alles gepasst. Oh, du hast, glaube ich, gerade keine gute Verbindung. Sieht dennoch hier ganz gut im Game gerade aus. Ist dann, wir kriegen jetzt ins Three Crown, das hoffe ich aber mal nicht. Alter, das Golem-Deck ist halt echt das Golem-Deck. Ah, schade, gerade jetzt ging das Golem. Ja. Stimmt, genau das, was wir eigentlich dann zusammen mal versuchen wollten. Ich muss jetzt nur noch verteidigen, dann kriegen wir es eigentlich hin. Ja, sehr gut. Ich hatte die Musketiere an die Ecke gesetzt, als er seinen Golem nach hinten gebracht hatte. Wie viel Schaden machen die Pfeile? Das Ja, reicht. die machen genug. Die machen genug, okay. Ah, das war wieder. Also, ich sag mal, es war extrem unsicher. Ja, dass ich die Musketiere nach da vorne Ja. gepackt habe. Er hat noch einen Lightning dabei gehabt. Den hat er am ersten Mal einfach so gegen die Elixierpumpe eingesetzt. Dann habe ich ihn gepunished und dann lief's. Ja. Da konntest du deinen Lightning mal mit dem Rambok
Predict. Mit dem Rambock Predict, ne? Aber wie, ich habe ja auch keine Elixierpumpe. Also wie kann ich denn die drei Musketiere und einen Rambock gleichzeitig einsetzen? Das ist mir immer noch ein Rätsel. Das geht so, wenn der Turm ist und dann Elixier. Dann kann man die drei Musketiere dorthin packen. Ja. Dann den Rambock. Dann lohnt sich sein Lightning schon nicht. Dann wartet er, bis er den Lightning auf die drei Musketiere alleine setzen Ja. kann. Ach, und da Bis kommt dann dahin Rambok hat man ins dann Spiel. den Rambock schon gesetzt. Ah, so. Also die Musketiere richtig schön an den King Tower dicht. Krass, weil die Leute spielen gar keine Zauber mehr. Was ist das denn? Was ist das denn? Sehr schön, wieder eine Elixierpumpe auf der Hand. Vielen, vielen Dank für alle Subs und Spenden, die da reinkommen. Ich habe euch nicht vergessen. Ich bin sehr, sehr dankbar. Ich wollte jetzt hier nochmal schnell nochmal die Challenge durchzocken. Ach, shit. Ja, gut. Packen wir nochmal. Ja, ist okay. Wir machen mal so. Und dann hauen wir hier die Pfeile rein. Gegen Skeleton Army oder Minions oder. Ah, gar nicht. Was? Nee. Oh, das war doch ein Predict Skeleton Army und dann hat er nicht die Skeleton Army. Sein Mega Minion können wir, glaube ich, rüberziehen, ne? Das ist gut. Den machen wir hier hin und den Ritter, der kann's im 1 gegen 1 versuchen gegen den Holzfäller. Oh, Scheiße, der verkackt das Ding. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ja, die Defense nehmen wir mit. Ist in Ordnung. Er spielt ein Lava-Hund, Holzfäller meiner Mega Minion Deck. Ah, ist aus Nova. Nova Team. Ist das ein richtiger Nova-Spieler? Sehen wir dann gleich. Den Miner lassen wir durchlaufen. Wir haben nichts. Ist okay. Und jetzt hat er auch nichts gegen unsere Elixierpumpe. Auch das ist wieder in Ordnung. Und hat er jetzt Zauber? Hat er einen großen Zauber dabei? Haben wir schon 8 Karten gesehen? Oh, jetzt. Mann, ich muss da echt besser drin werden. Ne, jetzt hat er noch einen Ballon. So viele Karten kann ich dabei haben. Der wurde da aber zerschnibbelt. Alter, wie die Skelette einfach nochmal getankt haben. Den Turm haben wir. Rambok kann das Ganze nochmal tanken. Skeleton Army Predict auf den Rambok. Oh! Sag mal, ich bin ja gar nicht mehr so scheiße. Da hat man sich aber schnell verbessert mit dem Deck. Three Crown Win. Ja, ganz klar 3 zu 0. Also den Turm. Den Turm hätte er in 100 Jahren nicht bekommen. Selbst wenn er jetzt noch 3 Minuten in die Verlängerung geht. Ich meine, der Turm hatte 1 HP. Das reicht. 3 zu 0 spiegelt wunderbar die Leistung der beiden Spieler wieder. Three Crown Win, 12. Win. Ja, nehmen wir mit. Es ist nur eine klassische. Wir wollten das Deck jetzt erstmal lernen. Haben sehr starke Tipps von Honza bekommen. Und Jan Le Morte auch dabei. Den laden wir auf jeden Fall auch noch im Stream dabei. Das lief gut. So, wir öffnen jetzt zwei Super Magietruhen und hier die 12 Siege in der klassischen. Einfach mal ein Rambok-Deck ausprobiert mit den Tipps vom Experten, mit dem Honza. Lief wunderbar. Mal schauen, was wir hier bekommen. Gold ist auf jeden Fall, also dafür, dass es eine klassische ist, auf jeden Fall in Ordnung. Gut, eine epische. Naja. Für 10. Für 10 Juwelen lohnt sich das. 10 Juwelen, 2000 Gold. Das ist. Ja. Kann man machen. Kommen wir zu den Supermagietruhen. Und hier wollen wir, wie aus jeder Supermagietruhe, Friedhof oder Elektromagier ziehen. Ihr kennt die Regeln. Sparky, Lava-Hund wäre auch noch ganz nice. Der Rest sind jetzt nicht so die Karten, die ich so häufig spiele. Wir fangen mit der ersten Kiste an und gucken, was wir bekommen. Das ist alles nur Gold. War das jetzt genug? Ist das die legendäre Karte? Ja, und Banditin. Okay,
Es sind viele Banditen. Wir ziehen in letzter Zeit viele Banditen. Das ist klar. Die Karte immer noch im Level Rückstand. Viele Karten sind von Level 4 bis 5. Die Karte gerade mal so Level 3 anfangen. Ist jetzt öfter geworden in letzter Zeit Banditin, aber das ist ganz normal. Kommen wir zur nächsten Kiste und hoffen wir hier wieder auf eine legendäre. Was ist das? Wir ziehen einen Ofen und ein Musketier, so kann es noch nicht losgehen. Jo, drei Grabsteine. Das war's. Das war eine verdammt schlechte Super Magical Chest. Was war das denn? Da war nichts drin. Wir haben von jeder Karte eine gezogen. Jetzt können wir keine legendäre Karte mehr ziehen. Das tut weh. Das tut weh. Alles Duplikate. Wir brauchen keine Rares, Commons oder Epic Cards. Wir haben das alles. Es gibt jetzt viel Gold, aber es gibt keinen anderen Weg, an die legendären Karten ranzukommen. Einziges Trostpflaster dabei ist, das Gold können wir wunderbar gebrauchen, um es im Shop zu verwenden. Sobald hier jetzt, und das machen auch alle anderen YouTuber auch mit einem gemaxten Account, sobald man jetzt hier eine legendäre Karte im Shop bekommt, kauft man sie sich gleich dreimal. Die wird man sich instant dreimal holen, 240.000, das macht auf jeden Fall Sinn.